DHFK-TV wird Ihnen präsentiert von Allianz. Liebe Handballfreunde, herzlich willkommen zur 5. Ausgabe vom DHFK-Magazin auf Leipzig Fernsehen. Den Spielbericht gab es gerade eben in der Drehscheibe und ihr wisst das deshalb, wir haben gewonnen mit 32:27 gegen den TPV Lemgo. Ganz viele strahlende Gesichter hier in der Arena. Eins davon gehört diesem Mann hier rechts neben mir, Olympiateilnehmer Franz Anton. Schön, dass du bei mir bist. Freut mich, dass ich hier bin. Und jetzt bitte nur für den Fall, dass ich es falsch mache. Du bist im Kanuslalom, das ist die Sportart, im C2 gestartet, gemeinsam mit Jan Benzin. Ja, das ist richtig. Das ist nicht so einfach. Und ihr seid Vierter geworden. Wir sind leider nur Vierter geworden, ja, so kann man das sagen. Wir hatten ja schon mal geplauscht. Das ist ein bisschen, ne, ein bisschen undankbar, man wird Vierter, aber man ist bei Olympia ganz vorne mit dabei. Was überwiegt? Dabei sein ist alles oder der Ärger über die verpasste Medaille? Nee, also muss man schon ganz klar sagen, wir sind als Weltmeister dahin gefahren. Weltmeister sind wir zwar immer noch, weil es wegen Olympischen Spielen keine Weltmeisterschaft gab, aber wir fahren da nicht hin, um nur dabei gewesen zu sein, sondern um eine Medaille zu holen. Und wenn man dann so knapp davor sozusagen scheitert, um genau zu sein, um 0,34 Sekunden an der Medaille vorbeischrammt, dann tut das umso mehr weh. Motiviert das vielleicht auch dann für Tokio nochmal, die Kräfte zu bündeln? Also definitiv bei mir schon. Ich will unbedingt nochmal dabei sein. Das war ein super geiles Gefühl, einfach was man dort erlebt hat. Und ja, diese Medaille, das ist immer noch ein Ziel. Das ist ein Traum, der bleibt ewig. Und Franz, wir hatten ja das letzte Mal schon gesprochen und da hast du gesagt, du warst noch gar nicht so oft beim Handball. Heute habe ich dich die ganze Zeit klatschen und mitfiebern sehen. Wie hat es dir gefallen heute? Es war ein klasse Spiel. Ich muss auch sagen, jedes Mal, wenn ich hier war, habt ihr gewonnen. Also das... Merken wir uns gleich, weil das bedeutet unbedingt, Carsten Günther, unser Geschäftsführer, sollte dir eine Dauerkarte ausstellen, dass du jedes Mal wieder dabei bist. Gerne, gerne, dann komme ich immer wieder. Und an sich war es ein super geiles Spiel. Ein paar Entscheidungen so, wo man, glaube ich, mal ein bisschen mit dem Auge gerollt hat, aber ansonsten hat es mir super gefallen. Ja, auch Florian Kehrmann war in der Pressekonferenz nach dem Spiel sehr, ich sag mal, angefasst, emotional. Er fand das alles nicht so gut. Auch den Auftritt unseres Geschäftsführers Carsten Günther. Ich kann es nicht so richtig nachvollziehen, wird man mal sehen, was dabei rumkommt. Aber Franz, wenn du mal so drauf schaust, du startest im C2, du startest aber auch im C1. Das heißt, du sitzt dann alleine im Boot und dann siehst du eine Mannschaftssportart. Wünscht man sich da manchmal vielleicht auch, so eine Mannschaftssportart zu machen, wegen des Teamgeists, der da so dahinter steht? Also finde ich ein ultra geiles Gefühl, muss ich sagen. Wenn ich hier in der Arena bin, dann kriegt man das als Zuschauer mit, wie man sozusagen dort in diesem Team, man ist ja Zuschauer zwar, aber man fühlt sich trotzdem mit dem Team, als ob man damit da drin ist. Und das ist in einer Einzelsportart natürlich nicht ganz so ausgeprägt. Und von daher finde ich das schon ziemlich, also beneidenswert. Einzelsportart hat aber den Vorteil, ich weiß genau, wer schuld ist. Und ich kann mich ganz alleine drüber freuen. Von daher hat es Vor- und Nachteile sozusagen. Und teilweise, ja, wünsche ich mir das. Aber andererseits macht es auch Spaß, den Erfolg sozusagen ganz allein genießen zu können. Okay, das verstehe ich, aber das ist ein gutes Argument. Ja? Und wenn du jetzt mal so drauf schaust, gibt es da einen Spieler bei uns, der dir besonders gefällt, der dir besonders Spaß macht? Der mir besonders gefällt. Lukas ist natürlich so eine Größe, die man kennt, die mir auch sympathisch sozusagen immer sehr gut rüberkommt. Allgemein alle Spieler sind sozusagen auch sehr sympathisch. Da kann man, also fällt mir keiner, der irgendwie aus der Reihe tanzt. Von daher habe ich da gar nicht im Moment so einen Favoriten. Das ist vielleicht eine diplomatische Antwort. Es entwickelt sich vielleicht noch, ja. Je nachdem. Lukas Binder hat heute aber auch ein Riesenspiel gemacht, wurde auch vom Trainer nochmal ganz deutlich gelobt. Beide Torhüter haben heute verlängert. Ich hoffe, wir kriegen noch einen in den O-Ton, dass wir nochmal ein Gespräch mit dem machen können. Mal sehen. Franz, ich danke dir erstmal, dass du heute hier warst. Ich hoffe, dass für dich deine Träume wahr werden von der olympischen Medaille. Alles Gute. Wir sehen es aber bestimmt nochmal bis Tokio. Es sind ja noch 4 Jahre, also daher. Daher nochmal für dich auch der Stift. Die bitte zur Unterschrift. Und liebe Handballfreunde, wir sehen uns gleich nach einer kurzen Werbepause wieder. Hoffentlich kriegen wir einen der beiden Torhüter ran. Wir werden mal sehen. Bis dahin. Sichere dir deine sportlichen Prozente bei OB Leipzig. Erhalte exklusiv als Dauerkarteninhaber des SCDHFK Leipzig gegen Vorlage der Dauerkarte an der Kasse 5% Rabatt auf deinen Einkauf in den teilnehmenden OB-Märkten in Leipzig. Gilt auch für unseren umfassenden Renovierungsservice. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
werde Heilerziehungspflege oder Heilerziehungspflegerin am Bildungsinstitut Mitteldeutschland. Jetzt bewerben. www.bildungsinstitut-mitteldeutschland.de. Auf zur Leipziger Herbstkleinmesse, Nervenkitzel für Groß und Klein vom 30. September bis 23. Oktober. Kleinmesseplatz am Kotterweg. Egal wo Sie wohnen, der Weg wird sich lohnen. Mittwochs Familientag, freitags Ladies Night und zwei spektakuläre Höhenfeuerwerke. Die Leipziger Herbstkleinmesse, alle Infos unter www.leipziger-kleinmesse.net. Liebe Handballfreunde, herzlich willkommen zum DFK-Magazin auf Leipzig Fernsehen. Gerade eben war es noch Franz Anton, jetzt ist Franz Semper, einer der größten Handballtalente in Deutschland, kann man schon so sagen. Ich hatte gerade eben mir gewünscht, dass einer der beiden Torhüter hier auf dieser schönen neuen Couch Platz nimmt. Jetzt ist es Franz Semper geworden, bin ich auch nicht traurig drüber. Aber trotzdem, beide Torhüter haben heute ihre Verträge verlängert. Kannst du es mal ganz kurz einordnen? Ja, es sind zwei super Jungs und ich freue mich riesig, dass sie weiter hier bleiben und sie haben uns jetzt in den Spielen super unterstützt, unsere Abwehr, und ja, ich freue mich riesig. Und unser Cheftrainer Christian Prokop, der hat auch verlängert. Wie ist es so zu arbeiten mit Christian? Christian ist ein Trainer, der sehr auf junge Spieler setzt, und da kommt das natürlich mir sehr zugute. Und ich habe gerade gesagt, du bist eines der größten deutschen Handballtalente. Wie lange bleibst du noch beim SCDFK Leipzig? Also ich habe erstmal noch Vertrag bis 2018. Aber ich will schon noch länger hier bleiben und vielleicht auch hier studieren und nebenbei Handball spielen oder eher Handball spielen und nebenbei studieren. Ja, das ist alles sehr diplomatisch. Jetzt sag mal, was muss passieren, damit Franz Semper hier bleibt? Ich will weiter auf jeden Fall erste Bundesliga spielen und ja. Und ja, okay, ja. Gut. Ich bohre da nicht nach. Ansonsten sieht man dich im Moment auch in Dessau spielen. Was hat es damit auf sich? Genau, ich habe noch ein Zweitspielrecht und das heißt, wenn ich hier nicht so viel spielen kann, aus halt verschiedenen Gründen, kann ich dann noch in Dessau in der zweiten Bundesliga spielen und da viel Spielpraxis sammeln, und das kommt mir auch sehr zugute. Mit unserem alten Bekannten Uwe Jung, Andreas, funktioniert das gut mit euch beiden? Richtig, ich komme super mit ihm klar und er kommt auch mit Christian gut klar, sie stehen immer eng im Kontakt, das passt. Aber jetzt, das musst du trotzdem, glaube ich, noch mal ganz kurz erklären. Du spielst dann in Leipzig, trainierst wahrscheinlich auch einen größten Teil der Zeit mit dem SCDFK Leipzig. Und wie machst du dich dann mit Dessau fit? Fährst du dann einmal zu den Taktikbesprechungen hin oder wie ist das dann? Ja, genau. Also wenn ich dann in Dessau spiele, dann bin ich ein oder zwei Trainingseinheiten davor zu den Taktiktrainingseinheiten da. Ja, und dann bereite ich mich da auf den Gegner drauf vor. Und ansonsten bin ich aber zu 90% hier in Leipzig. So, und jetzt ein unangenehmes Thema, aber es muss besprochen werden. Es wurde ja von einer Ladehemmung gesprochen bei Franz Semper, weil wir ihn letztes Jahr noch so ganz unbekümmert oft haben werfen sehen und eben auch treffen sehen. Die ist ja nicht ganz so oft treffend. Was ist da los? Kannst du das einordnen? Ja, natürlich hat man manchmal vielleicht mal eine kleine Schwächephase oder so. Aber ich denke, ich habe mich da bis jetzt schon wieder ganz gut rausgezogen und ja, jetzt geht's weiter aufwärts. Und heute das Spiel gegen Lemgo, bist du zufrieden? Auf jeden Fall zufriedener als in den anderen Spielen. Es hat noch nicht alles geklappt, aber daran arbeiten wir. Wie ist denn das eigentlich, wie macht denn das der Trainer oder wie macht denn ihr das, dass er nach so einem Spiel gegen Melsungen, was ja wirklich psychologisch auch sehr wichtig war und sehr wertvoll und auch viel bedeutet für uns als Mannschaft, wie macht ihr das, dass ihr dann quasi den Siegeswillen oben haltet bis zum Spiel gegen Lemgo eine Woche später? Also wir wissen ja alle, dass eigentlich schon eine ziemliche Überraschung war, dass wir gegen Melsungen gewonnen haben. Und gerade mit solchen Überraschungen müssen wir unsere Punkte sammeln. Und dann müssen wir aber auch dran denken, dass wir auch gegen die direkten Konkurrenten bestehen und da unsere Punkte halt holen. Also wenn ihr so als Mannschaft da agiert, dann hast du ja das eine, das ist Handball, du hast ja trotzdem auch noch deine berufliche Perspektive. Wie geht's nach deinem Abitur am Sportgymnasium weiter? Ich will wahrscheinlich studieren hier, vielleicht Lehramt. Mal gucken. Ach schön, ein Lehrerkollege, das ist schön, da freue ich mich. Lieber Franz, schön, dass du da warst. Letzte obligatorische Aufgabe hier bei uns, dich einmal auf unserem kleinen Tisch zu verewigen. Liebe Handballfreunde, wir sehen uns dann hier wieder in 14 Tagen, dann das DFK-Magazin zum Spiel gegen Stuttgart. Vielen Dank an Franz, und Franz, bis dahin, macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen.
DHFK-TV wurde Ihnen präsentiert von Allianz.